Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Bevor wir jetzt wieder in den Bauprozess starten oder in den Umbauprozess, müssen wir uns erstmal noch weiter um die Parkstruktur hier kümmern, um die Parkverwaltung. Denn wir hatten ein riesiges Problem oder wir haben immer noch ein riesiges Problem mit unseren Finanzen. Unsere Läden und Servicegebäude machen ganz schön miese. Fahrgeschäfte machen gut plus, aber unsere Dinge. Ich mach mal Pause, bevor wir gleich pleite sind. Ich glaube zwar nicht, dass es so schnell runtergeht, aber eher schwieriger gerade. Und zwar haben wir nämlich in der letzten Folge unsere kompletten Läden geschlossen. Alle. Hallo? Ich habe gesagt, wir haben alle Läden geschlossen. Was ist das denn hier? Hab ich da einen übersehen? Ja, das ist ja schrecklich. Da habe ich auch noch einen übersehen. Das geht ja gar nicht. So. Wir haben in der letzten Folge alle Läden geschlossen. Und jetzt gehen wir das Ganze mal eben entspannt durch. Es ist die reinste Katastrophe, ne? Wir haben, glaube ich, auch viel zu viele Läden. Viel zu viele Läden. Holy moly. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wir brauchen theoretisch in jedem Bereich ein bisschen was. Wir gucken jetzt einfach mal, was gut läuft und was nicht. Also, ein bisschen plus gemacht hat die Gelateria di Maria. Und zwar die Eisdiele hier. Die macht gut plus. Die ist auch so mitten im Laufweg. Die würde ich dann auch einfach mal wieder eröffnen. Und zwar machen wir da die Preise ein bisschen höher. Weiß ich nicht. Im letzten Monat mit Ausruhen verbrachte Zeit. Ich weiß nicht, was mir das hier geben soll. Einnahmen, monatliche Betriebskosten. Ja, auf jeden Fall macht das Ding hier Profit. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde mal gucken, dass wir das Eis ein bisschen teurer machen. Na, wir kennen es ja aus dem echten Leben. Aktuell wird alles ein bisschen teurer. Und da muss leider auch unser Eis ein bisschen teurer werden, meine Damen und Herren. Gut. Haben wir das? Dann nicht besetzt. Ja, das Personal, das kommt gleich. Da müssen wir dann auch einmal, glaube ich, aussortieren. So, Just a Momento ist, glaube ich, schon die ganze Zeit geschlossen. Deswegen macht das Plus. Welcher ist das? Okay, ja, der hier hinten, der ist auch völlig überflüssig. Den lasse ich auch zu. Verkaufsautomat Street Fox Coffee. Der Verkaufsautomat macht Plus. Das finde ich gut. Da können wir vielleicht auch nochmal 50 Cent erhöhen. Ich mache mal so. Ich glaube, das ist zwar der einzige, aber auch mal 50 Cent teurer das Ganze. Und wieder eröffnen. Geht auch nicht so oft kaputt. Das ist ja schon mal sehr gut. War noch nie kaputt? Okay, auch gut. Dann macht plus der Chief Beef. Und zwar der Chief Beef hier im Bahnhof. Das freut mich, das freut mich. Boah, das ist schon so teuer, ne? Aber ganz ehrlich, wir brauchen Kohle, Leute. Dann, der war die ganze Zeit zu, die Info. Dann haben wir den Gulpi Soda daneben. Nice. Er macht also auch Plus. Hab ich den jetzt? Ja, den hatte ich geöffnet. Okay. Vielleicht sollte ich die auch benennen. So. Wo was ist. Der Hotdog Squad. Hier in unserem wunderbaren Science-Fiction-Bereich. Machen wir auch wieder auf.
Jetzt kommen so ein paar Sachen, die gut gelaufen sind. Der Cosmic Cow im Horrorbereich, der geht anscheinend auch sehr gut. Den hatten wir zu, den Verkaufsautomaten. Wo ist der denn? Ich sehe nichts. Ah, hier. Ja, warum hatte ich den noch nie auf? Oder ich mache ihn einfach mal auf und wir gucken, was passiert. Dann haben wir den Bäcker hier. Der geht auch sehr gut, das freut mich. Jetzt, wo ich den Bäcker hier gerade sehe, knurrt mein Magen. Ne? Jetzt habe ich Hunger. Ist ja auch ein Traum. Dann Just Rippchen. Natürlich. Ich glaube, es ist der einzige Just Rippchen. Rippchen? Dann machen wir trotzdem mal so. Scroll, scroll, scroll. Looney Balloons. Im Startbereich. Boah, wenn wir jetzt da alle erhöhen müssen. Komm, die machen wir mal nur auf 50, also 30 Cent teurer. Das sind Luftballons, ne? Lebensmittel sind halt wesentlich teurer geworden. Als Gummi, glaube ich. So. Wieder eröffnen. Und dann der Heads Fantastic. Also hier im Bahnhof, die Sachen, die gehen anscheinend echt gut, ne? Güte machen wir auch mal nur so 30 Cent teurer. Achso, nee, das darf ich glaube ich nicht machen, weil dann sind die anderen Läden ja auch, dass die nur das verkaufen. Haha, das war jetzt doof, glaube ich. Naja, wir gucken mal. Herz Fantastic. Dann Pip Shot Smoothie geht auch gut, auch hier im Sci-Fi-Bereich. So, wieder öffnen. Ja, dann haben wir. Was haben wir noch? Noch ein Heads Fantastic. Ja, das hat sich nämlich dann jetzt angepasst. Das ist nämlich das Problem. Das war sehr schlau. Und zwar haben wir hier verkauft Cowboy-Hüte. Haben wir noch was verkauft? Krokodil, Steinhut. Krokodil könnte man hier eigentlich verkaufen, ne? Machen wir einfach mal. Säge, Propellerhut, Zuckerschädelhut, Kronenhut, Walkürenhut. Nee, machen wir mal so. Und den auch ein bisschen teurer. Perfekt. Guck mal, da ist sogar jetzt noch einer drin direkt. Information. Okay, die war schon aus. Die war auch schon aus. Wir müssen auf jeden Fall Informationen wieder öffnen. Weil wir haben ja auch Quickpässe. Ja, hier haben wir jetzt halt auch das Problem gehabt, dass das angeglichen ist. Was habe ich denn hier verkauft? Ganz ehrlich. Rentier, Spezial, Basecap. Keine Ahnung. Freiheitsstatue, Onkel Sam Hut, Steinhut, Polizei. Tja, ne, ich habe keine Ahnung. Ich würde auch einfach mal hier die Basecap und den Polizeihut verkaufen. Oder weil es der Eingangsbereich ist. Alles, was hier so, was wir hier themenbereichmäßig haben. Also Piratenhut. Science Fiction kann man hier kaufen. Ups. Cowboyhüte natürlich. Bogenschütze, Elf, Rentier, Gruselschädel. Oder den Hexenhut. Komm dann lieber den Hexenhut. Krokodilstein, Polizei. Vielleicht noch die Krone. Krone finde ich cool. So. Eröffnen.
Dann, Just a Momento war zu. Cosmic Cow. Ertrinken geht halt auch immer, ne? Du bist... Lass mich orientieren. Ah, kurz vor Science Fiction bist du. Hatte ich schon mal einen Cosmic Cow Shake? Ich glaube ja, oder? Weil nicht, dass ich jetzt hier schon wieder erhöhe. Ich glaube, da haben wir schon erhöht vorhin. Ey, was ist heute eine super spannende Folge? Ich weiß es, aber das muss mal eben gemacht werden. Bevor wir halt pleite gehen. So, wo bist du denn? Du bist der Professor Wurst hier oben. Du bist auch, glaube ich, meine einzige Wurst, ne? Auch mal eben so. Das Gute ist ja, dass die Geschäfte, die zu sind, zumindest kein Minus produzieren. Das wäre sehr belastend. Dann haben wir nochmal Cosmic Cow Milchshake, der gut läuft. Auch hier im Dingensbereich. Haben wir, glaube ich, schon erhöht, ne? So. War's das? Das war's mit unseren ganzen Geschäften. Jetzt müssen wir mal allgemein nochmal gucken, dass wir auch überall gut was verteilt offen haben. Ach, da habe ich was ausprobiert. Ignoriert das. Ich habe was ausprobiert. Hier haben wir... Achso, ich sollte mal eben Play drücken, damit wir auch sehen, was auf hat. Okay, was ist hier zwischen Just a Momento? Ich glaube, den haben wir gerade nirgendwo offen, ne? Sollen wir einfach mal versuchen, den hier aufzumachen und zu gucken, was passiert? Ich finde, so Souvenirladen am Start zu haben, ist ganz gut. Mein Problem ist gerade, ich weiß überhaupt nicht, wo wir hier noch Geschäfte haben und wo nicht. Das ist so ein Problem. Ja, die Info ist zu. Ich weiß nicht, ob wir die aufmachen. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Info. Der ist halt komplett geschlossen. Es ist aber auch nicht schön da drin, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das waren halt die Anfänge. Guckt euch den Müll hier mal an. Ach du heilige Puperze, warum ist das denn hier so dreckig? Was ist mit unseren Müllmännern? Ich frag nicht, ne? Ich ignoriere das mal eben weg. Hier das Eis hatten wir, glaube ich, geöffnet. Da war noch ein Street Fox Coffee neben, soweit ich mich erinnern kann. Den haben wir, glaube ich, nicht eröffnet. Nein. Den würde ich aber, glaube ich, gerne wieder eröffnen, weil es ist, glaube ich, der einzige seiner Art, ne? Den wir dann offen haben. Gucken mal, ob die Leute Bock auf Eis oder Kaffee haben. Hier, achso, hier haben wir auch was zu trinken, deswegen wahrscheinlich. Ja, hier drin, keine Ahnung, hier sind wir jetzt auch gerade frisch am Bauen. Das wäre natürlich blöd, wenn die hier keine Beachtung kriegen. Ich mache die auch mal auf. Einfach nur... Ja, weil wir sie gerade hier frisch gesetzt haben. Relativ frisch. Da haben wir auch nochmal was zu trinken, ne? Auch nochmal ein Pipshot Water. Wie logisch ist das denn? Naja, gut, lassen wir einfach mal so. So, hier haben wir, glaube ich, soweit alles auf. Das haben wir aufgemacht. Da haben wir noch einen Cosmic Cow. Okay, der ist auch auf. Das da oben haben wir auf. Das ist hier auch gerade sehr belebt. Oh, da stehen doch einige Leute an. Warum geht das dann so schlecht? Hier stehen auch einige an. Ah ja, ich frage gar nicht erst. Habe ich diese Vending Machines? Sind die aus? Nee, du bist an. Machst du überhaupt Plus? Du machst, glaube ich, ein bisschen Plus, ne? Du machst überhaupt kein Plus, mein Lieber. Aber du bist auch aus. Lass ich auch erstmal aus, sorry.
Ich weiß, es ist gerade zwischendrin sehr still, weil ich immer überlegen bin und hier gucke, was, wie, wo und warum. Hier, den haben wir geöffnet. Das sind die Rippchen. Haben wir hier auch was zu trinken am Start? Da haben wir noch den Hutladen. Die Bank. Haben wir gar nichts zu trinken am Start in dieser Ecke? Okay, das begünstigt natürlich den Fall, dass die Leute durstig in die anderen beiden Richtungen latschen. So, haben wir hier überhaupt irgendwas offen? Was haben wir denn hier? Da haben wir noch einen Kaffee. Du warst, glaube ich, auch... Ja, du warst die ganze Zeit zu. Ich mach dich mal auf, weil wir haben hier doch jetzt mittlerweile sehr viel Laufkundschaft. Upsi, dupsi. Hatte ich hier nicht irgendwo noch was? Hier vorne, ne? Am Pier. Da ist auch der... Hipshot Water ist offen. Ach, meine Nase juckt. Hehe. Oder nee, ein Juice ist das, ne? Was haben wir hier noch? Churros. Kann man mal die Churros... Ich weiß, ich wollte Geld sparen, ne? Aber ich mache die Churros auch mal auf, weil Churros sind nice. Churros wollen wir hier haben. Gut, hier oben in dem Bereich ist aktuell nicht wirklich viel Laufkundschaft, was sehr schade ist. Die beiden Läden sind zu... Die lasse ich auch einfach mal zu. Hier oben ist alles zu, ne? Es ist belastend. Ihr habt Hunger und Durst, aber es hält sich noch in Grenzen. Hier hatten wir doch auch irgendwo einen Laden, oder? Ne. Okay, habe ich mir gerade eingebildet, dass wir hier einen Laden haben. Okay, naja, gut. So. Und dann die einzigen Läden hier. Ich weiß nicht, ob die halt nötig sind. Was hatten wir denn hier? Burrito und nochmal ein Smoothie. Smoothies ging eigentlich bisher recht gut. Der war auch zu in der letzten Zeit. Ich mache ihn einfach mal auf. Dann sind wir jetzt eigentlich so gut wie rum, ne? Hier im Hotel haben wir noch das Restaurant. Ja, hier muss noch gebaut werden. Bitte ignorieren. Den Food Truck haben wir auch zu, ne? Es ist halt auch so kacke, dass hier keiner langläuft. Echt schade. Aber ein schönes Detail so im Gesamtbild. Okay. Dann können wir jetzt mal eben gucken, was wir hier informationstechnisch offen haben. Da, Informationen. Die sind alle aktuell geschlossen. Es gehen nicht wirklich viele Leute an die Informationsstände, ist das Problem. Wir haben aber auch kaum kaum Quick-Pass-Möglichkeiten, ist das Problem, ne? Ich würde den hier mal aufmachen, weil hier drumherum alles relativ gut läuft. An diesem Kiosk beworbene Ziele. Was hat denn ein Quick Pass? Hast du einen Quick Pass? Das ist natürlich jetzt auch die Sache. Du hättest einen Quick Pass. Du hast einen Quick Pass. Das haben wir früher irgendwie viel öfter durchgesetzt. Und dann hat der Quick Pass sich irgendwo verloren in meinem Konzeptbereichen. Ich glaube, du hast auch einen. Wartet. Muss mal eben die Achterbahn finden. So. Dann, wo haben wir denn noch einen Quick Pass? Das Ding hat keinen gekriegt. Das Ding hat keinen. Hat die Wasserbahn einen gehabt? Haben wir der Wasserbahn einen Quick Pass verpasst? Ja, ne? Hier raus, oder? Ja. Okay, warte, die Wasserbahn. Die geht übrigens sehr gut. Das freut mich. Hatten wir hier einen. Habe ich da einen Quick Pass gemacht? Ich glaube nicht, so wie das hier gerade aussieht, ne? Wie gemein bin ich denn? Habe ich dem Ding hier kein... Guck mal, wie viele Leute da anstehen. Und ich frage mich, warum das Ding Minus macht. Ich verstehe es nicht. Aber es hatte keinen Quick Pass. Okay.
Oh, wir speichern. Nein, legge die leck, 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 leck. Ich meine, du hast einen Quick Pass, der wahrscheinlich aber auch nicht genutzt werden wird. Aber warum nicht? Mal mit reinnehmen. Ihr habt definitiv keinen. Dann sind wir schon wieder fast rum. Hatte hier was einen Quick Pass? Habe ich hier eingemacht? Jo. Okay. Bist du natürlich auch da rein. Ich glaube, das war so eine Attraktion, ne? Bestätigen. In der Hoffnung, dass wir da jetzt ein bisschen was verkauft bekommen an Quick Pass Dingern. So, ich drück mal Play. Dann gucken wir jetzt. Ja, minus 3000, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Dann gucken wir jetzt einmal schnell, wie viel Personal wir denn brauchen. 1, 2, 3. Ich zähle jetzt auch die Automaten mit, ne? Ist mir gerade egal. Warte, wir fangen mal oben an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Wir haben mit Sicherheit viel mehr Personal, als wir gerade brauchen. Wir brauchen 25. Und das sind doch mehr als 25. Wir sortieren mal. So, und zwar, nee, nicht nach Namen, sondern hier nach Fortbildungsstufe. Okay, die habe ich nie alle sehr weit fortgebildet, ne? Und dann zähle ich jetzt mal durch, bis wir 25 haben. Ich würde hier auch mal sagen, wir machen... kann ich nicht frei beweglich machen? Das ist natürlich blöd jetzt. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, es leckt, ne? Was? 17, 18, 19, 20, 21, 20, 24 und 20 und dann mach 5 zusätzliche. 1, 2, 3, gerade. Da hatte das Spiel wieder einen kleinen Schluck auf und Hänger. Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Ich habe das Spiel einmal wieder neu gestartet. Und ich hoffe auch, dass der Lag-Anfall, wo auch meine Stimme abkackt, oder die Stimmaufnahme, dass das jetzt nicht allzu lang und zu groß war, bevor mir aufgefallen ist, dass hier schon wieder die Kacke am Dampfen ist. Ich weiß aber auch nicht, liegt's am Spiel, liegt's am OBS, liegt's an meinem PC. Ich habe keine Ahnung, wo diese Lags auf einmal immer herkommen. Ich habe auf jeden Fall, ihr seht es hier schon, ohne euch, ja, so eine kleine Eskalation noch gemacht und habe die Leute alle rausgeschmissen. Unser Personal. Ich bin da nochmal, weil ich war ja gerade am Zählen und am Durchgehen und wie ihr seht, hier sind jetzt einige Menschen entlassen, die jetzt alle den Park verlassen müssen. Habe ich so ein bisschen durchgewütet. So, die untersten letzten habe ich dann weggelöscht, sodass wir jetzt noch ungefähr, ich glaube, 30 Mitarbeiter haben, die sich um unsere 25 mehr oder weniger vorhandenen Geschäfte kümmern. Ich hoffe, das bringt die Finanzen auch wieder ein bisschen weiter nach oben, weil wir Personalkosten sparen. Wir haben jetzt einige Läden dicht gemacht, die halt Minus verursachen. Es sieht so aus, als würden wir gerade Profit machen. Das ist schon mal sehr gut. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen unser Finanzproblem wieder regelt. Es sieht gerade aktuell echt gut aus. Ne, ich wollte hier reingucken.
Und zwar, wir machen wieder ein bisschen mehr Gewinn, das ist ganz gut. Der Geldfluss ist gut. Was können wir denn wegmachen? Läden und Servicegebäude. Gehen jetzt auf jeden Fall auch wieder nach oben. Ist zwar immer noch eine Menge Minus, was wir damit veranstalten. Es kann natürlich sein, dass es im nächsten Monat, wenn jetzt der Monat um ist, wieder ganz anders aussieht. Ich kann ja mal vorspulen. Damit wir schneller in den nächsten Monat rutschen, weil dann sehen wir vielleicht, wie sich das Ganze jetzt verhält. Parkverwaltung. Ist ja das. Sind eigentlich die Kosten runtergegangen? Aber warum? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Zenit war mal wieder kaputt. Ja, das haut jetzt natürlich wieder alles raus. Dieses Kack-Zenit, ne? Ich finde, boah, es macht mich wahnsinnig. Es ist ständig nur kaputt. Ich würde es am liebsten abreißen. Schließen. Aber es ist zu schade, um es einfach zu schließen. Ich hoffe, dass der Monat mal so langsam um ist. Okay, wir sind ja jetzt an Tag 24. Was wollte ich denn jetzt noch kommen? Wir haben noch eine Forschung, die wir starten können. Muss aber, glaube ich, auch nicht sein. Marketingkampagne brauchen wir nicht. Personal haben wir relativ gelöscht. Die Animateure. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen, aber ist eigentlich ganz nett. Hausmeister habe ich auch mal durchgeguckt. Brauchen wir eigentlich alles, was wir da haben? Er sagt zwar, der Arbeitsaufwand ist niedrig. Science-Fiction-Bereich ist jetzt nicht so groß. Verkäufer haben wir aussortiert. Mechaniker brauchen wir auf jeden Fall, so viel wie immer kaputt geht. Sicherheitsleute kann ich auch nicht entbehren. Also von daher. Ich eher gemischter Gefühle. Oh. Und ich wollte so machen, dass das wieder normal läuft. Viele sitzen im Park fest. Oh Gott, haben wir den Glitch wieder, dass die da am Klo festhängen? Müssen wir gleich mal gucken. Ui. Ui. Guckt euch das mal an, hier die Leisten. Ist das schon von diesem Monat, diesem Jahr? Nee, da kommen die Dingsens rein. Okay. Passt auf. Neue Kalkulation. Der Gewinn ist wieder ein bisschen runtergegangen. Der Geldfluss ist dafür aber hochgegangen. Die Baukosten, ja, wir haben jetzt gerade keine Baukosten gehabt, weil wir nicht gebaut haben. Läden und Servicegebäude ist auch ein bisschen runtergegangen. Ist nicht ganz optimal mit immer noch minus 10.000, die wir machen. Ah. Haut es noch nicht so ganz raus. Die Fahrgeschäfte und Tickets. Ja, ist natürlich eingebrochen, dadurch, dass die Zenit mal wieder kaputt war. Mehrere Läden haben keine Verkäufer. Ich habe gerade alle entlassen, ne? Die müssen sich nur mal eben neu verteilen. Das kann einen Moment dauern. Vielleicht ist auch deswegen die Bilanz so kacke. Fahrgeschäfte und Tickets. Achso, hatten wir gerade. Sonstige Barmittel haben wir nicht und die Parkverwaltung ist halt ein bisschen hochgegangen, dadurch, dass wir Arbeitskosten sparen, ist aber auch noch nicht auf dem Optimum. Aber ich hoffe, dass wir es damit ein bisschen in die Finger gekriegt haben. Es steigt auf jeden Fall, habe ich das Gefühl. Heieiei, was für eine Folge. Was für eine nervenaufreibende Folge. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich die Mitarbeiter jetzt relativ gut verteilen. Wir könnten die natürlich auch festlegen, wer wo wie warum arbeitet. Aber das ist ja auch, ah, keine Ahnung, muss glaube ich auch nicht. Hier hatten wir doch auch noch ein Geschäft, das ist auch zu, ne? Ach, das nervt mich, dass das alles geschlossen ist. Wenn ich den Park soweit fertig habe. Aber es ist auch blöd, ne? Wenn ich dann alles öffne, dann geht der Park hier pleite, während die Leute sich den angucken. Muss ich mal überlegen. Jetzt haben wir nicht wirklich viel gebaut heute. Wir haben uns eigentlich nur mit der Parkverwaltung beschäftigt und zugesehen, dass unsere Finanzen wieder in den grünen Bereich rutschen. Aber das war auch sehr dringend nötig, wie wir gemerkt haben. Wir gucken dann jetzt mal, wir bauen jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter und wir gucken dann in ein paar Folgen nochmal in die Parkverwaltung rein, wie sich die Finanzen jetzt ausbalanciert haben, ob es besser wird, ob es schlechter wird, ob es gleich bleibt. Solange wir aber nicht ins komplette Minus rutschen, dass wir hier gar nicht mehr weiterbauen können, ist mir alles soweit erstmal dann wieder recht.
Weil wir haben noch ein bisschen was zu bauen. Ah, oh, und das macht mir Sorgen. Also ich möchte das hier noch fertig bauen. Dann haben wir da noch ein paar Ecken, die ich fertig gebaut haben möchte. Hier fehlt noch Dekoration. Hier fehlt noch dieser Tunnel. Das fehlt, oh, ich will nicht drüber nachdenken, ne? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Gut, wir positionieren uns aber mal hier. Und das Spiel will hoffentlich nicht schon wieder abkacken. Ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht auch ein bisschen geholfen für eure Parkprobleme, was man so machen könnte. Das sind auch nur Spekulationen von mir. Es scheint ja gerade zu helfen. Aber, ne? Finanzprobleme ist halt echt, echt kacke. Wenn wir nochmal einen neuen Park bauen, dann im Sandbox, ganz ehrlich. Das tue ich mir nicht nochmal an. Ich bedanke mich jetzt aber, wie gesagt, beim Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann wirklich weiterbauen. Tschüsselü!